Guten Morgen an der Donnersberger Brücke. Die Fahrt nach Tutzing dauert etwa eine halbe Stunde. Am Bahnhof in Tutzing. Zuerst geht es ein Stückchen durch den Ort. Super kostet gerade 1,919. Da vorne ist die Kustermann-Villa, 1865 im Neurenaissance-Stil erbaut. Ein schönes Gebäude der berühmten Münchner Eisenbahnunternehmersfamilie Kustermann. Und es liegt direkt am Starnberger See. Ein Stückchen an der Straße entlang und dann geht es schon in den Kustermann-Park hinein. Hübsch hier, aber es geht auch ein kalter Wind. Es geht vorbei am Bildnis von St. Johann Nepomuk. Hier auf dem Johannishügel sind viele Bänke mit wunderschöner Aussicht. Es ist jetzt Mitte Mai und noch sehr kalt. Die Schafskälte kommt aber erst im Juni, glaube ich, oder? Und jetzt den Johannishügel wieder hinunter. Es geht durch eine hübsche Allee. Ich bin wohl immer noch in Tutzing. Schön hier und hier unten ist auch der Wind nicht ganz so stark. Heute geht's von Tutzing über Bernried nach Seeshaupt. Schauen wir mal, was es da unterwegs zu sehen gibt. Es geht leicht im Zickzack durch das Gelände hier, aber ich vertraue Google. Wenn ich gut geplant habe, müsste das der Höhenrieder Weg sein. Hier ist ein kleiner Hafen. An der Bernrieder Straße steht etwas versteckt die Kapelle St. Maria. Heilige Maria, bitte für uns. Und neben der Kapelle, da steht ein wirklich hübsches Haus. In Unterzeismering geht es an der Bernrieder Straße weiter. Und gleich geht es wieder raus aus dem Ort. Bis Bernried sind es jetzt noch etwa 4 Kilometer. Hinter den Bäumen liegt der Starnberger See. Bald geht's wieder weg von der Bernrieder Straße. Jetzt geht es über den Röttelbach. Direkt an den See kann man hier nicht, aber es ist schön grün. Schönes Frühlingsgrün. Eine hübsche Allee für Wanderer. Aber direkt daneben wird wohl gerade eine neue Straße gebaut. Ich bin jetzt auf einem Weg parallel zur Schlossstraße und dort vorne müsste das Schloss Höhenried sein. Das ist jetzt das Schloss Höhenried. Das Schloss hat einen sehr hübschen Innenhof. Und jetzt noch einmal das Schloss von vorne.
und durch eine wunderbare Allee geht es weiter. Kunst. Es geht vorbei am Gehege der weißen Hirsche. Jetzt geht's hinunter zum Starnberger See. Es ist ganz schön stürmisch. Und jetzt geht es ein Stückchen am See entlang. Google meint geradeaus weiter zum Buchheim Museum, aber das Tor ist ja verschlossen. Also geht's hier weiter. Ein wunderschöner Baum. Dieser bunte Hubschrauber gehört wohl schon zum Buchheim Museum der Fantasie. Und das ist auch schon das Buchheim Museum der Fantasie. Hübsch, wie die beiden da klettern. Der Hubschrauber von vorhin, etwas aus der Nähe. Das Buchheim Museum von vorne. Ich war da schon mal, wirklich toll. Aber heute habe ich es nicht eingeplant. Interessant. Ein Wegweiser. Im Garten liegt da noch ein Schiff mit dem Namen Fantasie. Das Schiff hat eine ziemlich kräftig gebaute Dame am Bug. Da steht ein Raucher und im Hintergrund, das ist wohl eine Fußballmannschaft. Noch ein Blick auf das interessante Museumsgebäude. So. Und jetzt geht's wieder weg vom Buchheim Museum. Und da vorne ist schon wieder der Starnberger See. Jetzt darf's aber nicht mehr beliebig weit sein bis Bernried. Das ist schon Bernried. Und jetzt geht es durch die Nussallee. Das sind Walnussbäume aus dem 19. Jahrhundert. Die Kühe hier haben sich einen besonders hübschen Platz zum Grasen ausgesucht. Das ist die Kirche St. Martin von Bernried. Die Kirche wird zurzeit gerade renoviert. Und das ist wohl das Kloster von Bernried. Und das hier gehört wohl auch noch mit zum Kloster. Schöner Glockenklang. Das ist wohl die Rückseite der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Und da ist auch noch eine große historische Glocke. Wenn man durch dieses Tor hinausgeht,
dann kommt man wohl zum Eingang der Wallfahrtskirche. Maria Himmelfahrt. Ein Altar in einer Seitenkapelle. Direkt vor der Wallfahrtskirche befindet sich das Kriegerdenkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die Fahne sagt mir jetzt nichts und hier führt mich Google wieder weiter. Das ist das Labyrinth von Bernried. Das hätte ich jetzt fast übersehen, weil hier gibt es ja kaum etwas zu erkennen. So, jetzt habe ich Bernried verlassen und es sind noch einige Kilometer bis Seeshaupt. Also warm wird es heute wohl den ganzen Tag nicht. Vom See her pfeift ein eisiger Wind. Es geht jetzt immer parallel zum Seeufer weiter. Es geht vorbei an der Methusalem-Eiche. Das Teehaus im Bernrieder Park hat eine interessante Geschichte. Und weiter Richtung Seeshaupt. Sind das Blutbuchen? Also nach diesem Schild sind es noch etwa 3,7 Kilometer bis nach Seeshaupt. Hier wimmelt's von Fahrradfahrern, aber das hier, nehme ich an, wurde gebaut, dass die Fahrradfahrer hier nicht reinfahren. Hier sind wunderschöne Blumen, aber im Film wohl etwas schwer zu sehen. Das ist ein Waldbriefkasten, aber die Bedeutung ist mir völlig unklar und innen sieht es nicht schön aus. Was soll denn das jetzt? Hier im Wald stimmt meine Route nicht und es ist wieder mal meine Pfadfinderfähigkeit gefragt. Das ist nicht der erste Baum, über den ich klettern muss. Ich weiß auch nicht, was das soll. Was ist denn das? Schöne Blumen. Da hinten, das ist das Schloss Seeseiten. Ich bin jetzt auf der Tutzinger Straße. In 40 Minuten geht mein Zug. Das könnte machbar sein. Heute ist Fronleichnam und das Wetter ist schlecht. Das erklärt vielleicht den geringen Verkehr. Auf der seeabgewandten Seite ist eine große grüne Wiese. Jetzt bin ich nach rechts in die Seeseitner Straße abgebogen. So, jetzt bin ich bald in Seeshaupt. Aber der Wetterbericht war wieder mal falsch. Es geht nach Seeshaupt hinein. Es ist nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Die evangelische Kirche von Seeshaupt macht einen sehr verschlossenen Eindruck. Und die Kirche noch einmal von der anderen Seite.
Jetzt sind es nur noch ein paar Meter bis zum Bahnhof in Seeshaupt und ich habe noch 20 Minuten, also gut geplant. Das ist wohl das ehemalige Bahnhofsgebäude. Nach einer interessanten, wenn auch etwas kalten Wanderung geht's am Starnberger See entlang zurück nach München. Ich verabschiede mich und wünsche allen einen wunderschönen guten Tag.